Wenn ihr denkt, was hat er denn da von Käse, dann habt ihr völlig recht, das ist Käse, selbstgemachter Frischkäse. Und wie man den macht, wie wenig man dazu braucht, wie leicht das ist, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Ihr seid bei Sven's Kitchen Cooking In and Out. Herzlich willkommen. Habt ihr das auch schon mal erlebt, es ist Wochenende und ihr denkt, Mensch, jetzt könnte ich so ein richtig schönes Frischkäsebrötchen essen. Die Brötchen sind da, aber kein Frischkäse. Mir ging es letztens so und da fiel mir ein, Mensch, früher haben wir es doch auch selber gemacht. Und ich habe ein bisschen überlegt, wie wurde das gemacht? Und siehe da, es war gar nicht so schwer und man kommt mit ganz wenig Zutaten aus. Und welche Zutaten das sind, das zeige ich euch mal schnell hier auf dem Tisch. Ich habe hier einen Liter Milch, dann habe ich hier eine Zitrone, davon brauche ich den Saft von der halben Zitrone. 2 bis 3 Esslöffel Öl, da kann man neutrales nehmen. 1 Teelöffel Salz und ich habe hier einen Barbecue-Pfeffer. Ihr seht, für so einen selbstgemachten Frischkäse braucht man überhaupt nicht viel. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie er gemacht wird. Die Milch kommt in den Topf und wird erhitzt. Und sobald die anfängt zu kochen, gebe ich die Zitrone dazu. Ups, hier war die Kamera nicht an. Aber ich habe einen Teil der Zitrone gerade dazugegeben. Jetzt kommt der Rest dazu. Die Hitze wird so weit reduziert, dass es gerade noch so köchelt. Und nach ein paar Minuten trennt sich die Molke von den festen Bestandteilen. Und ihr seht hier, die Molke wird dann richtig klar. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Süßmolke, die brauchen wir nicht wegkippen, die können wir noch zum Backen nehmen. Ich verlinke euch hier mal ein Video zu meinen Süßmolkebrötchen, die richtig lecker und knusprig sind und ganz einfach nachzumachen. Jetzt nehmen wir es von der Hitze und lassen das abgedeckt etwa 10 Minuten stehen, bevor wir das vorsichtig durch ein Sieb geben. Ich gebe die Masse jetzt erst einmal in eine Schüssel. Jetzt kommt eine ordentliche Portion Pfeffer oben drauf. Ich habe hier einen Barbecue-Pfeffer, den nehme ich zuerst, weil da schon Salz dran ist. Und ich möchte den Käse nachher nicht versalzen, deswegen werde ich den erst mit dem Pfeffer abschmecken und dann eventuell noch mit ein bisschen Salz nachwürzen. Das rühre ich mit einer Gabel alles schön unter und das Öl mische ich auch gleich mit dazu. Und bevor ich das abschmecke, gebe ich das alles noch in den Mixer. Ich habe hier meinen alten Butler, der ist von der Größe genau richtig. Erstmal kurz durchmixen. Aber ich gebe jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ich habe gerade gekostet, das ist noch nicht genug. So, ich denke mal, das reicht jetzt. Das soll richtig kräftiger Pfefferkäse werden. Vom Salz erstmal so 2 oder 3 Prisen. Und nachher schmecke ich das erstmal ab, ob es noch nachgewürzt werden muss. Und jetzt mixe ich das noch ein bisschen. Den Mixer pulse ich jetzt ein paar Mal. Und jetzt ist es fertig. Guckt mal, so sieht's aus. Richtig schön cremig. Das mache ich jetzt erstmal ein Schälchen und dann kommt es für 3-4 Stunden in den Kühlschrank, damit es so richtig durchkühlen kann. Und nach der Kühlzeit kann es serviert werden. Das Ganze hält sich im Kühlschrank 4-5 Tage, aber bis dahin habt ihr das aufgebraucht. Das ist so lecker, das ist ruckzuck verschwunden. Frischkäse mit Pfeffer, selbst gemacht und ziemlich lecker. Ich habe hier noch ein Stückchen von meinem Molkebrötchen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Und jetzt werde ich erstmal für euch kosten. Ich mache mir ein bisschen mal hier drauf. Kann ruhig ein bisschen mehr sein. Auf euch! Oh, das ist gut. Das ist richtig lecker. Ich muss erst mal hinterschlucken. Ich hatte den jetzt ein paar Stunden im Kühlschrank und dadurch ist er schön kalt geworden. Und geschmacklich unterscheidet er sich von dem gekauften Frischkäse insoweit, dass er einfach viel besser ist. Ich weiß, was alles drin ist und es hat bei weitem nicht das gekostet, was ich im Laden dafür bezahlen muss. Wir haben es draußen fast 39 Grad und deswegen werde ich mit dem Video ja auch ziemlich schnell fertig werden jetzt. Ansonsten zerfließt mir vielleicht noch der Käse auf dem Tisch. Wenn euch das Rezept gefallen hat, macht es einfach mal nach. Kostet mal selbst, wie gut er schmeckt. Gebt mir für das Video ein Like, abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, wie das alles geht. Für mich war es das für heute. Ich verabschiede mich. Ihr wart bei Sven's Kitchen Cooking In and Out. Bis bald.